Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es den allerersten Baby-Haul hier auf meinem Kanal. Dieses Video habt ihr euch gewünscht, nachdem ihr gesehen hattet, wie viele Pakete bei mir vor der Tür standen, nachdem wir vom Urlaub gekommen sind. Es soll als kleine Inspiration dienen. Viele sind ja schwanger, beziehungsweise einige wollen eben auch sehen, was fürs Baby so eingetrudelt ist. Und da ist auch die Bella mit am Start. Klar, die muss natürlich auch mit ins Video. Ja, ne, du willst auch mit ins Video. Ja, und deshalb drehe ich heute sehr, sehr gerne dieses Video für euch ab. Ich habe auch einige Klamotten fürs Baby gekauft, unter anderem zum Beispiel sowas Süßes hier. Total schön. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das mit hier in dieses Video packe. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal die großen Sachen. Verlinke euch auch sehr, sehr gerne alles unten in der Infobox, damit ihr nicht lange suchen müsst, also falls euch irgendwas gefällt. Und wir starten jetzt direkt durch. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß schon mal beim Video. Und die Bella ist auch da, ne? Leistet mir ein bisschen Gesellschaft. Wir starten mit einer Sache, die ich unbedingt wollte, die ganz oben auf meiner Wunschliste stand, und zwar ein Baby Bay. Ich habe ganz viel recherchiert, nachgelesen und geschaut, wo es das denn erstmal zu kaufen gibt natürlich, welche Möglichkeiten es gibt, welche Designs es gibt, warum man sowas überhaupt sich zulegen sollte. Und letztendlich war für mich klar, dass es eine Erleichterung sein wird. Ich hatte das bei meinen Jungs nicht, aber es erleichtert doch ungemein die Nächte, denke ich mal, wenn das Baby einfach näher an einem dran ist, also in einem Beistellbettchen. Man muss nicht extra aufstehen und das Baby rausheben, sondern man hat es eben direkt neben sich. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt letztendlich für die Variante entschieden mit den etwas dünneren Stäben. Mir hat das aber mit den breiteren Stäben besser gefallen, da bin ich auch ehrlich, ich fand das irgendwie stylischer, aber das Kopfkino ging dann los. Als werdende Mama, beziehungsweise schon als Mama, ihr wisst bestimmt, wie es ist, ne? Dann geht es los und dann denkt man sich, oh nee, und Luftzufuhr und oh Gott, ne? Eigentlich ein totaler Quatsch. Aber gut, letztendlich, wie gesagt, habe ich mich jetzt für diese Variante hier entschieden, das ist vom Online-Shop 1000kind. Da habe ich jetzt ein paar Sachen, wie gesagt, bestellt, weil ich mir einfach gedacht habe, die haben wirklich alles. Also vom Baby bis hin zum Kleinkind bis zu etwas größeren Kindern an Klamotten, Spielsachen, Kindermöbel, also alles wirklich. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, mache ich das so. Und von dort ist eben auch das Baby Bay. Dann habe ich mir die Matratze auch ausgesucht, die ist allerdings noch im Warenkorb, die ist nämlich nicht mehr vorrätig, was aber nicht schlimm ist, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Für die Matratze habe ich mir dann noch einen Matratzenschoner bestellt, und zwar ist der von Julius Zöllner. Dann habe ich mir einen Himmel bestellt, eben speziell für das Baby Bay. Ich muss jetzt nur gerade lachen, ich habe nämlich vergessen, die Stange zu bestellen. Ja, das kann halt passieren, aber das ist nicht schlimm. Mache ich noch, und das ist ganz, ganz schlicht, in Weiß, ohne viel Schnickschnack. Ja, das hat mir eben am besten gefallen, dieser Betthimmel hier. Und dann habe ich mir noch ein Nestchen bestellt. Das sieht so aus, eben speziell für das Baby Bay, hier mit einem Stern, Weiß, alles ganz schlicht. Dieses Wort werdet ihr noch öfters in diesem Video hören. Und jetzt klingelt es natürlich wieder an der Tür, war ja klar. Dann habe ich mir eine Wippe bestellt. Auch hier habe ich wieder sehr viel recherchiert und gelesen. Ich habe mich dann letztendlich für die Baby Björn entschieden. Ich muss jetzt auch hier wieder lachen. Ich sage nämlich total oft Baby Born, was natürlich falsch ist. Jedenfalls gibt es sie in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch in so einem richtig, richtig satten Bordeaux-Rot. Das hat mir auch super gut gefallen. Aber ich möchte ja alles ganz schlicht. Wir zählen mal mit, wie oft ich das heute in diesem Video sage. Eher eine weiß-grau, so habe ich mir das vorgestellt, und deshalb habe ich mich jetzt hier für diese Wippe entschieden. Die ist tatsächlich von Kinderärzten empfohlen, denn es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Die kann man ab Babyalter bis
circa 2 Jahre verwenden. Und es ist so, dass quasi der Kopf, der Nacken und der Rücken gestützt wird. Es hat ein Haltesystem, es ist ideal zum Verreisen. Man kann hier vorne noch so ein Spielzeug dran machen, so ein Holzspielzeug. Das kann man als Zubehör noch dazu bestellen. Man kann diese Liegefläche quasi feststellen und so weiter. Und ich denke halt, dass mein Leben wahrscheinlich so ein bisschen erleichtert wird, wenn ich zum Beispiel kochen muss oder im Haushalt eben was mache, mich duschen möchte, dass ich einfach diese Wippe mitnehme und das Baby dann eben drin liegt. Und durch die eigene Bewegung vom Kind wippt das Ganze ja. Und so schlafen eben viele Kinder auch dann ein, weil eben diese Bewegung da ist, also eine leichte Bewegung natürlich, ne? Und ihr könnt sehen, hier ist eben auch ein etwas größeres Kind. Und wie gesagt, deshalb habe ich mich dann für diese hier entschieden, die Babyborn. Nein, Babybjörn. Ja, dann habe ich mir diese wunderschöne Decke hier bestellt. Und zwar gibt es dazu auch den Teppich. Der war allerdings nicht vorrätig, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn es wandern ständig Dinge in den Warenkorb und wenn ich dann wieder so weit bin und denke, okay, jetzt hast du alles, dann ja, bestelle ich es. Jedenfalls freue ich mich schon total auf den Teppich, denn die Decke ist schon mal wunderschön und das zeigt die Qualität einfach dieser Marke. Vielleicht kennt ihr die und zwar ist die von Lorena Canals. Ja, hier mit diesen Bommeln, ganz schlicht in diesem Farbton. Ja, da freue ich mich schon drauf. Die kommt eben dann aufs Bettchen im Kinderzimmer. Dann habe ich mir noch diesen Babyschlupfsack hier bestellt. Der sieht so aus. Auch total goldig, oder? Ist der nicht süß? Hier mit diesen 2 Herzen drauf. Hier hat man Schlitz, denn der ist für den Maxi-Cosi, denke ich jetzt mal, gedacht. Also dafür habe ich ihn auf jeden Fall bestellt. Für untenrum, damit das Baby schön warm eingepackt ist und obenrum eben eine Jacke. Und dann habe ich eine Wickelauflage bestellt, diese hier. Ich halte sie jetzt extra erstmal so rum. Und zwar ist die auch von Julius Zöllner. Eine ganz schlichte Wickelauflage, habe ich mir gedacht, möchte ich, denn ich wollte dann noch so einen Bezug bestellen, also kaufen. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, ne? So ganz weiche, so ein schöner, ja, zum Teil Frottee-Stoff, ne? Damit es dann angenehm ist fürs Baby, damit man es gut abziehen kann eben auch und schön waschen kann. Und das Design hier, das hat mir halt gut gefallen. Und nein, ihr müsst jetzt nicht spekulieren, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen, weil es türkis ist, denn das Kinderzimmer wird in weiß-grau und kleinen, aber feinen türkisen Akzenten quasi eingerichtet. Und das hier wird man sowieso nicht sehen, weil ja dieser Bezug noch drauf ist. Aber da ich den Schlafsack von diesem Design hier bestellt habe, dachte ich, das passt ganz gut zusammen. Aber den Schlafsack muss ich nochmal umtauschen, weil ich den zu groß bestellt habe. Ja, also schaut mal, das Baby passt da in 2 Jahren rein, ja. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal zurückschicken. Der war auch reduziert. Ich hoffe, dass der etwas kleinere dann auch noch reduziert ist. Jedenfalls total süß hier mit Winnie Pooh und dem Ferkel und dieses Mint hier, das gefällt mir halt total gut. Ja, das war es jetzt erstmal vom Online-Shop 1000kind. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Dann machen wir weiter mit einem Paketchen von Bupo. Und ich war so aufgeregt, als es angekommen ist. Allein schon die Verpackung hier, ne? Also die haben sich so eine Mühe gegeben, ja. Man traut sich gar nicht, das auszupacken. Ich hoffe, das raschelt jetzt nicht zu sehr. Also die Sachen sind so, so hochwertig und so edel. Ich zeige euch das jetzt alles mal. Und zwar beginnen wir, wartet mal, und zwar schaut mal bitte, wie schön zum Beispiel dieses Spucktuch hier eingepackt ist und wie schön das einfach vom Design ist, so hochwertig und so edel. Also ich bin total begeistert wirklich von dieser Marke. Dann habe ich hier noch was und zwar ist es dann für die Wickeltasche. Auch wieder in einem schlichten Design, in dem Grau. Dafür habe ich mich entschieden. Hier kann man dann die Windeln reinpacken, hier Feuchttücher. Ja, und was man halt so braucht für unterwegs. Richtig schön, schlicht. Ich kann nicht aufhören, dieses Wort zu sagen. Und hier ist die Wickeltasche. So, ich habe mich für diese hier entschieden.
Schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Und das passt halt alles super gut zusammen. Und zwar, jetzt seht ihr es besser, hier ist nochmal so eine Schlaufe, da macht man das dann so rein. Das ist jetzt nur so voll gepackt, deshalb kriege ich sie kaum zu. Ich zeige euch jetzt mal, was noch hier drin ist. Und zwar habe ich mich für diese Waschlappen hier entschieden. Auch wieder hier mit diesem Mint-Ton als kleinen Farbklecks dann für die Wickelkommode. Und hier wieder weiß und grau. Allein schon diese Verpackung, also wenn ihr zum Beispiel was verschenken wollt, für eine Freundin, eine Babyparty macht sie zum Beispiel, oder ihr besucht jemanden im Krankenhaus eben zur Geburt. Da finde ich sowas wirklich so, so passend. Da freut man sich immer drüber, weil von solchen Waschlappen kann man, denke ich mal, nicht genug haben. Und ja, die haben aber auch noch andere Sachen. Das hier zum Beispiel fand ich auch total süß. Der absolute Wahnsinn, dieses Design. Wenn man das umdreht, schaut mal, dann sieht es so aus. Und ich finde auch das zum Beispiel wieder passend, wenn man jemanden besucht, der ein Baby bekommen hat, oder man schenkt sich das Ganze selbst. Also ich finde das so schön dann für den Kinderwagen oder fürs Babybettchen. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Auch das Packaging, also der absolute Wahnsinn hier mit diesen Herzen. Sehr, sehr, sehr hochwertig. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch was. Und zwar richtig, richtig schön und edel. Und schlicht. Jedenfalls wollte ich euch noch ganz kurz die Innentasche zeigen, der Wickeltasche. Also die hat unglaublich viele Funktionen. Hier Seitentaschen. Und dann hatte ich ja hier noch das vorhin weggemacht. Ne? Das ist einfach eine Wickelauflage. Das legt ihr euch dann da drauf. Dann könnt ihr das Baby unterwegs wickeln. Das kann man waschen. Also wirklich super. Und ganz viele Fächer, ganz viele Möglichkeiten, einfach Dinge zu verstauen. Und jetzt kann ich euch das auch nochmal so zeigen. Schaut mal, so würde dann meine Wickeltasche aussehen. Ist die nicht schön? Also, bin echt total begeistert. Dann kann man das auch abmachen, nochmal so komplett, ne? Wenn man das zum Beispiel ja, abwaschen möchte. Und jetzt zeige ich euch eben, was hier in diesem wunderschönen Karton war. Und zwar, tada, eine wunderschöne Decke. Hier am Rand habt ihr das Detail, sehr, sehr hochwertig, ganz weich. Und ich wollte diese Decke eben dann für den Maxi-Cosi verwenden, beziehungsweise für den Kinderwagen. Einfach eine schöne Decke, die man mitnehmen kann, die schön aussieht, eben in der Farbe, die mir im Moment am besten gefällt. Und da habe ich eben das Passende bei Bupu gefunden. Also richtig, richtig schön dieser Online-Shop. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Ich werde dafür nicht bezahlt. Wollte es euch nur kurz dazu sagen. Vielleicht kanntet ihr den Online-Shop noch nicht. Und ja, die Sachen gefallen euch genauso gut wie mir. Eben jetzt, wie gesagt, als Inspiration für euch. Und das war es jetzt soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich würde sagen, ich beende jetzt mal an dieser Stelle das Video. Bella kommt schon wieder angetippelt. Und ich würde euch dann die Klamotten einfach in einem anderen Haul zeigen, damit dieses Video hier nicht zu lange wird für euch. Wie gesagt, ich habe ja noch andere Sachen bestellt, die jetzt eben ja, noch im Warenkorb sind, die ich dann aber auch noch brauche. Und ja, die würde ich euch dann eben auch noch zeigen. Also gut, meine Lieben. Bella, was ist denn los? Ne? Brauchst du heute besonders viel Liebe? Ja? Okay, also meine Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Willst du auch noch Tschüss sagen? Na, dann komm hierher. Tja, und jetzt musst du da hingucken. Nee, ne? Also, macht's gut. Tschüss!